Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Ja, zum Unboxing der nächsten Temu-Bestellung. Da sollten jetzt zwei Sachen drin sein. Ich frage mich aber teilweise echt, wie das jetzt hier alles hier reinpassen soll. Also schwer ist es denn schön. Ich bin mal gespannt. Kotterchen, gehst du runter? Geh auf den Stuhl hier. Genau. Muss mal gucken, wo ich jetzt hier anfange. Ich habe hier auch Angst, dass ich gerade kaputt schneide. Selbst auf dem Klebeband steht jetzt Temu drauf. Hier ist mal eine Lücke drin, weil ich habe echt Angst, wenn ihr das gleich seht, was da drin ist. Das, also ich kann hier nicht einfach, weil das ist ja auch nur dünne Plastik, kann hier nicht einfach rinschneiden. Das hat zu viel Risiko. So. Ah, hier oben könntet. Ja, hier. Hier haben wir doch den Anfang. Oder? Ach so, deswegen, weil hier so ein paar. Ach, deswegen haben sie so viel gemacht. Weil hier so ein bisschen schon abschubbert. So. Ja, aber. Ah ja, gut. Ich hab den richtig. Ich hab den richtig gefunden. So. Und mit den Paketen wird hier oftmals heutzutage ganz schön. Aber das ist ja auch klar, die kommen von wie es irgendwo, im Flugzeug, auf dem Schiff, im Auto, muss schnell gehen. Also deswegen passt immer auf, wie ihr Pakete verpackt. Also, da bin ich mal gespannt, ob da wirklich jetzt alles drin ist. Oh doch, doch, es liegt schon zwei Stück, oder? Nee, ist eine. Nee, doch nicht, oder was? So, da haben wir das erste. Ich mach mal hier, um ein bisschen Platz zu machen. Mach ich mal. So. Und den Rest machen wir gleich. Machen wir erstmal nur. Doch, es ist. Doch, es passt. Doch, doch, doch. Uaha. Gut, passt doch alles. Das ist eine Jacke für die Große. Die hat sie sich ausgesucht. Ja, die sieht aber ein bisschen clean aus, oder? Nö. Nö. Oh. Ja. Sieht auch nicht ganz aus wie so ein Sack.
gefasst. Muss ich nur noch ein Paket finden. Ja, die kann das ja ein bisschen stoppen. Das passt schon. Dann. Oh, Mensch. Ach, jetzt ist hier. So, jetzt aber. So. Dann haben wir nochmal eine Jacke. Oder ein bisschen gesagt, Mantel soll das sein. Für Frauchen. Hä? Das ist aber der falsche. Das ist ja das, was westenmäßig ist. Oder wolltest du das Westending? Na, sie hat mir ja den Link geschickt. Weil ich nie wusste, was sie will. Weil sie, ich sollte mir mal was angucken. Also sie wollte da irgendwas, irgendeine Jacke haben. Na. Und die hat sie denn, wo sie die Klamotten für die Kleine bestellt hat, halt nicht mitbestellt gehabt. Und dann habe ich ihr gesagt, sie soll mir den mal einen Link schicken, ich will mir die mal angucken. Weil sie mir davon was erzählt hat und ich konnte mir darunter nichts vorstellen. Ja? Muss ja ein Alibi haben, warum sie mir das schicken soll. Ja, und dann hat sie mir den Link geschickt, damit ich mir das angucken kann. Ich gucke jetzt nochmal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Fotos, Bilder, TikTok. Ah, hier. Doch, das ist der Richtige. Ist aber nur so eine Art Weste, weil da sind. Weste, weil da sind keine Arme dran. Und hat sie Fragezeichen? Achso, wegen dem Wald bei Penny. Ja, zu Weste hat sie nicht geantwortet. Also ist es definitiv das Richtige. Nix verkehrt gemacht, alles richtig. So. Ah, das nächste Geschenk für Frauchen. Ja. Es sieht rosa aus, es ist aber Pfirsich. Also wenn er bestellt, ist es Pfirsich. Schuhgröße 40 soll das sein. Das sind, ja, sieht aus wie Strandschuhe, nennt sich Barfußschuh. Ja. Ist dann halt nicht nur wie beim Strandschuh mit Gummi, sondern hat hier auch vorne ein bisschen zum Schnüren. Ja, und dann. Ja. Und dann schlüpft sie so rein und hat halt ganz dünne Sohle. Ja, die haben ihre Arbeitskollegen alle. Und die schwärmen alle total davon. Auch alle bei Temu bestellt. Und die schwärmen alle total davon. Das ist ja so geil, wenn auf Arbeit und wenn du läufst und Mörder und das besser geht's gar nicht. Und meine Frau ist Krankenschwester. Beim viel Laufen und so. Best ever, hast nicht gesehen. Und jetzt will sie die auch unbedingt haben. Ja, und muss halt ein bisschen warten. Ah, kriegst du denn zu Weihnachten? Ah, ich habe mir neue Latschen bestellt. Die werde ich dann aber auch unter Weihnachtsbaum packen. Die werde ich jetzt noch nicht nehmen. Also neue Quarks. Die sind jetzt ein bisschen gedrückt durch das Paket. Oh, hinten ist der Hacken hoch. Ja, da muss ich mal gucken, wie sich das läuft. Ja, Totenkopfmäßig hier. Ist alles offen? Totenkopfmäßig. In Schwarz, gibt auch in Silber, in Weiß. Ich brauche neue Quarks. So. Ach, das nächste Weihnachtsgeschenk. Fürs Tigerbaby.
Also bis jetzt alles Weihnachtsgeschenke. So, hier sind die nächsten Weihnachtsgeschenke. Platten für Klemmbausteine. Sollten 7 Stück sein oder so. Nee, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder 6? Ich weiß es gar nicht mehr. 3, 4, 5, 6. Ja, 6 Stück sind das. Ich wollte eigentlich verschiedene Farben am Anfang nehmen. Habe ich mich aber umentschieden, habe gedacht, ich nehme 6 mal grün. Hat genauso viel gekostet. Nee, war sogar, glaube ich, ein paar Cent teurer. Als wenn man die einzeln nimmt, also 6 einzelne Platten nimmt. Aber hier hat sie 6 mal grün, kann sein Haus drauf bauen, hat, weil Gras ist grün. Ja, da hat man dann, ist denn besser. So, jetzt muss ich hier alles mal gucken, dass ich das hier alles so wegpacke, dass hier. So. Was haben wir denn jetzt hier drin? So, dann haben wir hier noch. Machen wir erstmal das Kleine. Was haben wir denn da drin? Du darfst nicht gucken. Du darfst hier nicht gucken. Augen zu. Gut. Wenn du mit der Prinzessin wieder da bist, bin ich fertig und ist alles versteckt. Das ist mein Case für meinen Schlüssel. So. Aha, okay. Das ist ein Leercase. Also es ist keine Technik drin. Hat 7 Euro noch was gekostet, aber wir haben hier noch, weil ich habe den Schlüssel nicht mehr einzeln gekriegt. Wir haben noch einen Schlüssel. Der wäre dann auch schwarz, nicht wie der bei dem Japan-Teil, wo es Silber ist. Dann habe ich noch einen zweiten Schlüssel für draußen. Und das Case will ich mir wegpacken. Warte, mal so. Das Case will ich mir wegpacken. Hier steht auch nicht Nissan drauf oder so. Also ist okay, Nissan, hier ist okay, Nissan-Logo drauf. Ja. Das will ich mir wegpacken, wenn mein Case mal kaputt gehen sollte. Weil bei ist mir nämlich bei meinem Jetta-Schlüssel auch schon passiert. Dann habe ich ein Case auf Reserve, wo ich, und den Schlüssel kann ich mir dann später immer noch machen lassen. Ich habe 2 Schlüssel jetzt, einen am Original und einen an dem anderen, den ich später geholt hatte. Ja, so habe ich dann ein Case auf Reserve. Wenn mal was sein sollte, draußen kaputt geht oder was weiß ich, habe ich hier das Case, baue das andere alles in das Case rein und das funktioniert. Ja, ist nur kein Nissan-Zeichen dran. Und vor allen Dingen hier nochmal ein 6,99 hat sie gekostet, genau. Und hier ist nochmal ein Schlüssel, original, also praktisch ein richtiger Schlüssel für den Dings mit dran. Die kosten 35 Euro. Hier habe ich einen mit bei 6,99. Und dann bist du da schon, bist du da denn auf dem sicheren Weg. So, muss ich nur gucken, wo ich das denn später hinpacke, dass es nicht wegkommt. Oder ob ich das zusammenbaue. Mein Ledertäschchen für meinen Schlüssel. Das ist so ein Ledertäschchen. Da kommt mein Schlüssel dann rein. Auch um ihn ein bisschen zu schützen. Müssen wir mal gucken, wo das jetzt hier. Achso, da muss ich das hier abmachen. Okay, dann muss ich das hier durchmachen, dann kann ich das Metallding rausziehen, kann das aufmachen und dann mache ich meinen Schlüssel hier rein, hier ist dann so Plastik und dann haben wir das hier noch, das kommt dann halt, da kommt der Ring, ja. Der Ring kommt dann praktisch hier drin rum, ja, und dann hat man dann hier noch die Lasche, ja, um den Schlüssel ein bisschen besser festzuhalten. Sieht ganz cool aus. Ich habe mich für schwarz-rot entschieden.
Weil da kommt noch was Schwarz-Rotes für das Auto. Ja, passt am besten vom Style der dazu. Schwarz-Silber mache ich ja alles. Und so ein paar rote Akzente auch. Licht im Auto ist ja auch rot. Da wird noch was kommen. So. Sieht ja süß aus. Ich wollte eigentlich noch so einen anderen. Die hat noch so einen richtig coolen. So aus mit so Plastik und so. Sah so richtig Future-mäßig aus. Den habe ich aber nicht mehr gefunden. Als Schlüsselcase. Das war's schon. Ja, das. Habe ich nicht mehr bestellt? Mir war wie mehr. Können wir gleich nochmal gucken. So, und dann habe ich hier. Oh, das sieht aber ganz schön hingehudert aus. Was soll denn das sein? Ach, zum Lösen von Klemmbausteinen. Coole Sache. So, ne, das sieht ein bisschen hingehudert aus hier. Zeig euch mal, was hier drin ist. So. Das sind so kleine Tüten. Ja, hier sind einer, dreier, was weiß ich, oder sechser. Ich habe keine Ahnung, ich kann jetzt schlecht sehen. Aber alles gerade, keine schrägen. Ja, und bei dem anderen sind dann was größere drin. Ja, 1000 Stück sollen es sein. Und da habe ich halt zwei verschiedene bestellt. Ja. Die haben etwa gleich gekostet. Ne, der hier mit dem Pappkarton war, glaube ich, ein Stück teurer. Ja, das ist schade. Ja, liebes Temo-Team, da ein bisschen drauf achten, gerade jetzt wegen Weihnachten, dass man das halt, dass man da dann beim Paketen packen, dann halt, ja, es muss schnell gehen, ich weiß. Aber dass man da dann halt ein bisschen drauf achtet, dass es nicht aussieht wie aus dem Arsch gezogen. Mache ich den mal hier wieder rein. Der muss ja alle Blicklicht. Ich habe gar keinen Platz mehr. Ich weiß gar nicht, wo ich das hinmache. Und dann habe ich dieses Teil bestellt. Hier sollen auch 1000 Teile drin sein. Ja. Hier sind jetzt 1x1, 2, 4, 6, 2, 4, so. 1x6. Zweimal 5er. Ja, aber breite Sechser sind hier nicht mit bei, nur kleine. Oh, schade. Hier sollten eigentlich auch Schrägen mit bei sein, sind hier nicht. Ja, da muss ich dann im Laufe des Jahres halt nochmal gucken. Nochmal so, dass so eine Tüte mit 1000 Teilen kostet. Die hat hier, glaube ich, 11 Euro gekostet oder 11 Euro ein paar zerquetschte. Die andere war ein bisschen teurer. Ja, da muss ich dann mal gucken. Doch, hier ist ein Schräger mit bei. Nee, doch nicht. Also da muss ich dann im Laufe des Jahres dann nochmal zusehen, dass ich dann noch so eine Teiletüten kaufe mit größeren Klemmbausteinen. Also halt, was weiß ich, 2 breit, 6 lang oder auch noch länger. Und schräge, ja? Dachfenster, gibt auch noch Fenster und Türen. Kannst du alles einzeln kaufen bei Timo auch. Und da will ich dann nochmal nach und nach so ein für, was weiß ich, für 30 Euro nochmal 3 Tüten holen oder 2 oder so, je nachdem wie teuer die dann sind. Vielleicht gibt es ja auch kleinere Tüten mit weniger Teilen für schmaleren Taler. Doch, hier ist eine Schräge mit bei. Doch, hier sind Schrägen mit bei. Eine Zweier-Schräge ist mit bei, die sehe ich hier gerade. Hier auch. Gut, hier, doch, denn das ist doch die richtige Tüte mit Schräge. Ich wollte nämlich unbedingt ein paar Schrägen drin haben, dass man auch so eine Auffahrt machen kann oder so ein Dach so halbwegs andeuten kann oder so. So, jetzt muss ich mal kontrollieren. So, wo haben wir da mal Timo?
So, die aus der Einbestellung. Die zwei Jacken für die Große und Frauchen. Die Crocs für mich mit Totenkopf und für Frauchen die Barfußschuhe. Erledigt. So, dann gucken wir mal in der nächsten Bestellung. So, da haben wir den Schlüssel mit Leder, Playmobil einmal da, dann haben wir das Case, die Katze, für die Katze, die grünen Platten und nochmal Teile. Genau, dann habe ich alles. Doch, dann ist alles mit bei. So, und das Einzige, was jetzt hier noch verdrängt ist, hier sind die Lego-Teile. Das muss noch mit rein von Lego. Die Katze für Tigger, ist ja Tiggers Weihnachtsgeschenk. Frauchen Barfußschuhe. Meine kommen später oben rauf. Oh, jetzt soll man die Jacke jetzt irgendwie sehen hier. Ob man die irgendwie sehen kriegt. Versteht auch nicht. Zu mir sagt sie immer, sie friert, aber dann sucht sie sich eine lange Jacke, Mantel aus, wo keine Arme dran sind. Muss man nicht verstehen. Versteht ihr die Frauen, Leute? Ich nicht. Ich nicht. Muss auch immer geheizt werden und oh, ist ja kalt und hast nicht gesehen. Und da muss er doch wieder, da muss er doch drei, da muss er dann Hemd, T-Shirt, Pullover, noch ein, was weiß ich, noch eine Jacke drüber ziehen oder so, damit sie denn da an der Arme nicht friert. Meine Frau friert sehr schnell. Ich sehe das doch schon kommen. So, jetzt die Jacke für die Große. So. Also, ich habe gedacht, hier kommt dieses Jahr kein Odin verpackt mehr. Aber es wird ein Odin verpackt kommen. Und die Latschen. Ach Gott. Ich habe ja für mich auch was geholt. Also nicht nur das, ich habe dann noch was anderes geholt und auch für die Familie. Ach Gott. So, die beiden Sachen können draußen bleiben. Das ist nicht für Weihnachten. Den Schlüsselcase will ich ja benutzen. Was ist denn hier drin? Ach so, das ist die Kette. Die kann ich auch da gleich mit drin machen. Das ist ja auch für Weihnachten. Für Josie eine Kette. Die hatte ich ja schon mal in einem Video gezeigt. So. Aber nee, ist noch nicht alles da. Frauchen hat heute auch nochmal Bestellung über mich bei Amazon gemacht, weil ich ja Prime-Mitglied bin, sie nicht. Ich habe dann auch nochmal was bestellt heute. Also da kommt dann auch nochmal ein Video demnächst. Und da kommt dann auch bei, oder das mache ich vielleicht, weil das sind nur zwei Tonys. Und meine Windows, meine Office-Lizenz-Verlängerung war ein unschlagbarer Preis. Musste ich zuschlagen, 27 Monate für 99 Euro. Ja, zwei Tonys habe ich bestellt, das werdet ihr dann auch im Weihnachtsvideo sehen. Dann werde ich mal dann hier sitzen und dann erstmal alles verpacken demnächst. Muss ich nur gucken, wie wir das und wann wir das machen und ob ich überhaupt genug Verpackungsmaterial habe. Und wie ich mich dann wieder anstelle und... Ach, und dann das Band, ich glaube, da muss ich nochmal einkaufen gehen. Klebeband, kleines Klebeband. Ich habe nämlich nur noch, das ist meine letzte Rolle, kleines Klebeband. Und dann muss ich gucken. Ich brauche noch diese Plastebänder, brauche ich noch, also zum Rumwickeln. Und ich brauche ganz dringend
Namenskarten für die Pakete. Weil da kommen ja, sind ja auch diesmal Sachen mit bei, die ich mir selber schenke. Ja, dann bin ich mal gespannt. So, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Ich werde, wenn hier das Case fertig ist, hier werde ich euch ein Video machen können. Hier werde ich noch ein Video machen und euch das genau zeigen, was da mit bei ist und welche Einzelteile mit bei sind. Die Jacken werde ich jetzt kein einzelnes Video machen können. Vielleicht später nach Weihnachten. Die Lego-Teile werde ich auch jetzt kein einzelnes Video machen können. Ich werde euch das alles verlinken, natürlich hier unten drunter in der Videobeschreibung. Weil ich kann die jetzt nicht auspacken. Die sind für Weihnachten. Vielleicht kann ich dann, dass ich nach Weihnachten mal ein paar Steine von jedem nehme und dann nochmal ein Video mache und euch die Verarbeitung zeige. Die sehen jetzt auf den ersten Blick wirklich gut aus. Die Klemmbausteine halt. Und ja, dann muss ich gucken, dass ich euch das vielleicht nach Weihnachten zeigen kann. Ja, vielleicht die Jacken dann auch nach Weihnachten nochmal zu zeigen. Die Schuhe. Weil das ist jetzt alles nicht machbar. Ich muss das jetzt in den nächsten Tagen, weil wir haben jetzt nächste Woche schon den 12. Jetzt kommt Wochenende, da hat Frauchen, ist Frauchen zu Hause. Die Kleine ist aber auch zu Hause. Und wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen, dass wir, weil ist nur noch die Woche jetzt, wo die, also nächste Woche, wo die Kleine im Kindergarten ist und danach ist im Kindergarten zu. Das ist dann doof und dann müssen wir das sehen, dass wir das in der Woche verpacken und wo ich das alles hinmache, ich habe noch gar keinen Plan. Muss ja alles irgendwo hin. Und dann muss ich das ja alles wieder hochschleppen, weil ich bin ja das Christkind. Frauchen spielt mit den Kindern und oh Gott, das wird wieder nackt. Und Weihnachtsbaum müssen wir auch noch die Woche kaufen. Haben wir auch noch nicht. Wir sind dieses Jahr echt spät dran, sonst haben wir mal am 1. Dezember schon längst den Weihnachtsbaum stehen. Dieses Jahr sind wir wirklich, wirklich, wirklich spät dran. Aber nichtsdestotrotz, jedes Video hier noch länger wird, verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen natürlich. Guckt gerne in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch alle Produkte in der Videobeschreibung von Temu. Und kommt da direkt drauf. Gerne könnt ihr auch meinen Gutscheincode bei Temu benutzen. Da kriegt ihr ein paar Prozente. Und ich kriege von Temu als Dankeschön vielleicht auch mal wieder einen Gutschein oder so, dass wir wieder mal ein schönes, dass wir nochmal ein Video machen können oder so. Weil wir, ich habe ja noch einige Sachen, die ich bestellen will. Und vielleicht kriege ich ja dann von Temu wieder irgendwie ein bisschen Rabatt oder was weiß ich. Müssen wir mal gucken. Ich bin jetzt aber wirklich weg. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin. Wo war ich denn die Fernbedienung? Ach, die ist runtergerödelt. So, aber jetzt wirklich.